Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Nikolai Worm, und wir sprechen heute über das Problem mit der Fettleber. Leider betrifft es nicht nur die älteren Menschen, sondern wir haben mittlerweile schon sehr viele junge Menschen, die unter einer Fettleber leiden, und deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen, und ich freue mich sehr. Hallo Nikolai. Hallo Corinna. Ja, gerade bei dem Thema Fettleber haben wir gerade im Moment besprochen. Du hast gesagt, es gibt schon so viele junge Menschen, die unter Fettleber leiden, gerade bei dir in Bayern. Was gibt es da für Zahlen aktuell? Ja, es gibt eine Untersuchung aus Oberbayern, die hat gezeigt, dass 30% der übergewichtigen Kinder, Schulkinder, bereits eine nicht alkoholische Fettleber haben. Das ist eine absolute Katastrophe. Erstens mal werden wir sehen immer mehr Kinder werden übergewichtig, und aus dieser Fettleber entwickelt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Typ-2-Diabetes. Und Typ-2-Diabetes ist kein Zuckerschlecken, sondern das ist eine wirklich sehr schwere Krankheit mit vielen Folgeerkrankungen, Herz-Kreislauf, Krebs steigt, Hirninfarkt, Herzinfarkt, all das wird über Diabetes ja verstärkt. Ja, man hört ja jetzt schon von den ersten Jugendlichen mit 16, die Blutdrucksenker bekommen. Ja? Genau. Also ja. Das sind dann wahrscheinlich aus diesem metabolischen Syndrom heraus. Genau, also hinter dem metabolischen Syndrom, dieser Begriff ist jedoch inzwischen relativ bekannt, steckt eine Grundstörung, das ist die Insulinresistenz, und daraus entwickelt sich eine Fettleber, und die Fettleber ist sozusagen ja die Wurzel des metabolischen Syndroms, und wenn man das Leben nicht ändert, dann entwickelt sich der Prädiabetes, Vorstufe Diabetes, Diabetes, und dann hat man all diese Risiken für die Folgeerkrankungen. Ja, jetzt bist du auf dem Gebiet ja wirklich Experte. Du hast ja schon vor 20 Jahren einen Bestseller dazu geschrieben, die Logi-Methode, um genau da entgegenzuwirken. Genau. Und wie erklärst du dir das jetzt? Du hast ja jetzt diese 20 Jahre Background schon in dem Thema, dass die Kinder, woher bekommen die das jetzt? Was sind so die Kernprobleme in ihrem Alltag? Naja, unser Lebensstil hat sich so entwickelt, dass diese Krankheiten entstehen müssen. Und dahinter steht, ganz wichtig, wir haben viel zu wenig Muskelaktivität. Das, was wir essen an Kalorien, insbesondere an Kohlenhydraten, die werden ja im Körper irgendwo nach dem Essen gespeichert. In der Muskulatur, da passen etwa 300, 400 Gramm rein, und in der Leber passen nochmal 100 Gramm rein. Aber in diese Kohlenhydrate, die nach unserem Frühstück, Müsli und Croissant und Brot und was auch immer, Marmelade und Honig dazu, das muss in den Muskel reinpassen, und wenn wir uns nicht bewegen, wenn unsere Muskelaktivität so gering ist, dann werden diese Kohlenhydrate, die ja Energie für die Muskelarbeit eigentlich darstellen, die werden nicht verbraucht, und also bleibt der Tank immer voll, und man tankt aber immer nach, obwohl der Tank voll ist. Das geht beim Auto nicht gut, und das geht beim Menschen auch nicht gut. Und dann bekommen wir Kohlenhydratstoffwechselstörungen. Das ist diese Insulinresistenz. Und aus dieser Insulinresistenz, die geht dann vom Muskel auch noch weiter in die Fettzellen. Mit der Zeit werden die Fettzellen insulinresistent, und aus dieser Störung entwickelt sich immer mehr die Fettleber. Also es ist ein komplizierter Prozess. Ich versuche das eben jetzt einfach mal kurz und plastisch darzustellen. Ja. Wenn unsere Fettzellen nicht mehr richtig Fett speichern können, weil sie sich entzünden, weil sie nicht mehr gut durchblutet werden, weil sie nicht mehr funktionsfähig sind, dann muss sich der Körper alternative Speicherplätze für das Fett suchen, und dann ist die Leber die Bauchhöhle, die ganze Bauchhöhle, aber natürlich die Organe, die da drin liegen, sind die erste Anlaufstelle für alternative Fettspeicherung. Und das ist der Grund, warum man auch ohne Alkoholkonsum eine Fettleber bekommen kann. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Risikotypen, die man früher differenziert hat. Da hat man gesagt, okay, wer Übergewicht hat, ist definitiv ein Risikofaktor. Aber ich war in deinem Vortrag, es gibt jetzt noch einen viel gefährlicheren Typ, der augenscheinlich gar nicht so übergewichtig aussieht. Genau, also diese Fettleber betrifft nicht nur fette, übergewichtige Fett. Man sagt ja Adipositas in der Fachsprache, auf Deutsch Fettleibigkeit. Ja. Also es gibt nicht nur fettleibige Menschen, die eine Fettleber entwickeln, sondern auch schlanke Leute, denen man das von außen gar nicht ansieht. Außen schlank, innen fett. Kommt übrigens jetzt ein Buch von mir. Jetzt im Oktober wird ein Buch dazu kommen. Okay.
Außen schlank, innen fett. Ja, man nennt die auch Tofis. Ein witziger Name, Tofi-Fee gibt es ja auch nicht, so eine Süßwaren, hat damit vielleicht was zu tun, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern das steht aus dem Englischen thin outside und fat inside, ja. Tofi. Nicht? Und diese Leute haben das Problem, dass sie hier an den typischen Stellen, wo wir unsere Fettreserven speichern, dort können die das nicht speichern. Die haben eine genetische Störung. Dazu kommt oft noch eine Lebensstilproblematik, also schlafen nicht genug, sie rauchen zu viel, sie haben zu viel Stress, plus Genetik, und dann kann man hier das Fett nicht unter der Haut speichern und dann geht das ganze Fett in die Bauchhöhle hinein. Da passen 5 Liter Fett rein, ohne dass man das von außen erkennen kann. Und die Organe, die da drin lagern, die werden mitverfettet und die entzünden sich dann und werden funktionsunfähig und so entwickeln wir die Krankheiten. Vor allen Dingen habe ich auch mitbekommen, wenn ich so ein bisschen rumgefragt habe, bei der Leber haben doch viele Menschen auch die mit der Psyche Probleme. Also wenn die Leber nicht richtig funktioniert, schlägt es einfach auch aufs Gemüt. Und wenn dann eben so eine Leberentfettung stattgefunden hat oder auch eine Ernährungsumstellung, schlägt sich das auch auf die komplette Stimmung nieder. Hast du solche Beobachtungen auch schon gemacht? Ja, ich höre davon, aber das ist nicht mein Kerngebiet, mein Fachgebiet. Da halte ich mich lieber zurück mit Empfehlungen. Aber man hört solche Geschichten immer wieder. Das, was ich entwickelt habe und das, was sich inzwischen auch immer mehr in der Wissenschaft bestätigt, man kann die Leber Gott sei Dank relativ schnell entfetten. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da gemacht hast. Also verfettet wird die Leber im Laufe der Zeit und wenn man es richtig macht, kann man die Leber innerhalb von 2 Wochen wirklich so weit entfetten wieder, dass sie wieder ganz normal funktioniert. Wow. Vielleicht sollte ich noch eines dazu sagen. Und die Leber hat ja viele Aufgaben, riesig viele Aufgaben. Eine der Aufgaben ist, wenn wir nachts schlafen, in den Stunden ohne Nahrungszufuhr, muss unser Hirn mit Energie versorgt werden. Die Energie für unser Hirn ist typischerweise Traubenzucker, Glucose. So, und wir essen aber nichts. 8 Stunden, manche 9 Stunden. Und die Leber hat die Aufgabe, immer wieder Zucker aus dem Leberspeicher in das Blut hineinzuschütten. Und über den Blutweg kommt der Zucker hier rauf. Denn das Hirn entzieht ja ständig Zucker für die Arbeit, Energie für das Hirnarbeit. Und dann würde der Blutzuckerspiegel ja absinken. Und damit das nicht passiert, gibt die Leber immer wieder Zucker ab und immer wieder Zucker diese ab. Diese Gluconeogenese. Ja, und zuerst mal die Speicher werden entleert. Und wenn man dann fastet und länger nichts isst, dann macht sie Gluconeogenese. Okay. So, und wenn die Leber mit der Zeit fett, also noch einen Schritt davor, damit die Leber nicht zu viel Zucker abgibt, wird sie von einem leichten Insulinausstoß aus der Bauchspeicheldrüse immer wieder gestoppt. Nicht zu viel, nur gerade richtig. Dann kommt Insulin, dann hört die Leber wieder auf, Zucker abzugeben. Das passiert die ganze Nacht. Und wenn die Leber fett wird und immer fetter wird, hört sie das Insulinsignal nicht mehr. Ja, dann gibt sie Zucker ab und die Bauchspeicheldrüse gibt Insulin dazu und die Leber hört nichts und gibt weiter Zucker ab. Und je fetter sie wird, desto weniger kontrolliert wird die Leber sein. Und dann wachen die Leute mit hohem Blutzuckerspiegel auf. Ja, und dann denkt man, um Gottes Willen, wieso habe ich einen Blutzucker von 140, 180? Ja. Ich habe doch gar nichts gegessen. Also das ist ein Schritt hin zum Typ-2-Diabetes, nicht? Und wenn man dann also das Leber, mein Konzept heißt Leberfasten, und wenn wir hier mal 2 Wochen lang radikal eingreifen, dann können wir die Leber in dieser Zeit wieder dazu bringen, wieder völlig normal zu reagieren, mit normalen morgendlichen Blutzuckerspiegeln. Was jetzt noch passieren muss, ist, dass die Bauchspeicheldrüse auch entfettet wird, damit die Insulinproduktion wieder richtig funktioniert. Okay. Leberfasten. Also, was mache ich, hast du gefragt. Wir geben eine spezielle Formula, die heißt HepaFast. Also Hepa aus Lateinisch die Leber und Fast von Fasten. Und das ist ein Konzept, da haben wir bekannt vielleicht die Haferballaststoffe, das Beta-Glucan, das ist ja bekannt, dass es hervorragend wirkt im Stoffwechsel
den Blutzucker wieder zu regulieren und die Blutfette wieder zu regulieren. Da ist das hochwertigste Protein drin, das Molkenprotein. Da haben wir Inhaltsstoffe mit reingebracht, die dafür bekannt sind, dass sie den Leberstoffwechsel wieder antreiben können, wieder fördern können. Das Taurin, das L-Carnitin, was haben wir denn noch drin? Wir haben Omega-3-Fettsäuren drin. Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig, um die Fettverbrennung in der Leber zu fördern, damit das Fett mehr verbrannt wird. Einige Inulin, ein weiterer löslicher Ballaststoff aus dem Gemüse haben wir reingebracht, weil auch das die ganze Stoffwechselsituation verbessert. Und natürlich ist das Ganze kalorienreduziert. Das geht runter auf 600 Kalorien über die Formula. 600 bis 800 Kalorien werden dann zugeführt. Und wir erlauben noch 2 Gemüsemahlzeiten am Tag, sodass wir etwa auf 1000 Kalorien kommen. Und mit dieser Gesamtkonstellation wird die Leber bei den allermeisten, selbst bei langjährigen Diabetikern, so schnell, so effektiv entfettet, dass die meisten innerhalb kürzester Zeit entweder keine Medikamente mehr brauchen oder massiv die Medikamente reduzieren können. Deswegen haben wir das auch nicht freigegeben. Kann man nicht um die Ecke ich wollte gerade sagen, mit Medikamente reduzieren, da muss man vorsichtig sein, man in einem schönen Konzept eingebunden sein. Und das habt ihr ja auch. Wir haben das also nicht freigegeben, sondern das ist gebunden an eine ärztliche Betreuung. Wir brauchen eine saubere Diagnose, wir brauchen eine kontinuierliche Einstellung der Medikamente, nicht nur bezüglich Blutzucker, sondern der Blutdruck wird sinken und Blutfette werden sich verändern. Ja, dann muss der Arzt eben reagieren, die Ärztin reagieren und die Medikamente entsprechend anpassen. Die Hauptparameter für jetzt sage ich mal, ein Zuschauer, der sagt, ich leide ja unter diesen Geschichten, aber wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und der soll mir mal ein großes Blutbild machen, woran erkenne ich wirklich, welche Parameter verändern sich deutlich, dass jetzt zum Beispiel auch der Zuschauer auch mal ein bisschen gucken kann, wo habe ich so die größten Erfolge? Also zunächst mal eine Diagnose, eine richtig saubere Diagnose, da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Das eine wäre eine Leberbiopsie in die Leber reinstechen, das wird man nicht so einfach mal machen. Und die zweite Möglichkeit ist mit MRT, also mit Magnetresonanz, die Röhre, wo man reingeschoben wird. Da kann man genau erkennen, wo sitzt im Körper, an welcher Stelle Fett und wie viel Fett. Das kostet leider ein bisschen Geld. Alternativ verwenden wir einen Risikorechner für Fettleber. Der ist international wissenschaftlich überprüft und weltweit inzwischen anerkannt und eingesetzt. Und wir verwenden das ebenso in dem Leberfastenkonzept. Der heißt FLI, Fatty Liver Index, auf Deutsch Fettleberindex, FLI abgekürzt. Den findet man auch auf unserer Webseite, die heißt leberfasten.com. Da werden 4 Parameter vorgestellt oder einbezogen. Und jeder kann diese 4 Parameter einfach selber eigentlich da eingeben, um mal selber zu checken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Fettleber habe. BMI, Body Mass Index, eingeben. Zweitens Teilchenumfang eingeben. Und dann braucht man noch 2 einfache Laborwerte, die viele wahrscheinlich aus dem letzten Laborbefund sowieso zu Hause haben. Triglyceride, diese Blutfettart, und Gamma-GT, das ist einer der Leberwerte, GGT, Gamma-GT. Diese 4 Werte tippt man da ein und dann gibt es einen wissenschaftlichen Logarithmus und der wirft dann eine Zahl aus, zum Beispiel die Zahl 70. Und wenn man also einen FLI über 60 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Fettleber zu haben, sehr hoch, über 80%. Okay. Wenn der FLI unter 20 ist, dann hat man mit höchster Wahrscheinlichkeit keine Fettleber. Das ist aber keine genaue Diagnose, sondern das ist ein sehr gutes Instrument, um mal zumindest grob abzuschätzen, bin ich Kandidat oder nicht. Und ich kann dir sagen, wir finden Hunderte und Tausende von Menschen auf diese Weise, die bereits ein Diabetes haben und noch nichts davon wussten. Dann ist der Fettleberindex typischerweise 80, 90, 95, 99, 100. Mhm. Ja, und
Ja, ein sehr einfaches und sehr hilfreiches Tool und für jeden selber anwendbar. Man muss nur auf diese Website gehen, leberfasten.com, und dann sieht man, wenn man ein bisschen nach unten scrollt, dann sieht man diese vier Bereiche, die man da eingibt. Man muss nicht mal den BMI berechnen, das macht der Rechner alleine. Ja, das Tückische, glaube ich, ist wirklich an dem Ganzen, dass das Fett um die Organe im Bauchraum sich so verteilen kann, wie du schon sagtest, 5 Kilo können sich dahinter verstecken, dass man das jetzt im Außen gar nicht so sieht. Und ich glaube, das ist wirklich das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Naja, früher hat man immer gesagt, das Fett, was hier im Bauchraum gelagert wird, nennt man viszerales Fett. Früher hat man gedacht, dieses Fett macht die ganzen Störungen. Heute weiß man, parallel verfetten ja lebenswichtige Organe. Und wenn diese Organe verfettet sind, dann kommen diese Organe in eine Fehlfunktion und dann entstehen diese massiven Störungen, Krankheiten. Das viszerale Fett an sich ist wahrscheinlich gar nicht so böse, sondern das parallel damit im Bauchraum die Organe mit verfetten. Das geht ja rauf bis zum Herzen. Ja, also die Verfettung des Herzens von außen ist ja auch inzwischen eine Volkskrankheit, Herzinsuffizienz. Das Ding pumpt nicht mehr richtig, wenn es außen verfettet ist. Man findet Fettablagerungen bis in die Niere. Man findet sogar Fettablagerungen bis in den Knochen. Und dahinter steht, dass unsere eigentlichen Fettspeicher unter der Haut, dort müsste das Fett, wenn wir zu viel essen, wenn wir mehr essen, als wir brauchen, müsste das Fett unter der Haut abgelagert werden. Und wenn diese Fettzellen hier nicht mehr richtig speichern, dann geht es in die alternative Fettspeicherung. Und das ist eigentlich das Risiko. Und das hat mit dem Begriff Übergewicht gar nichts zu tun. Es gibt ganz viele Menschen, die normalen BMI haben und unter dieser inneren Verfettung leiden. Ja, gerade wenn ich jetzt nochmal die Kinder in den Vordergrund nehme, inwieweit können die so eine Kur schon mal, habt ihr da Erfahrungen, dass ihr Jugendliche mit ins Boot nimmt? Weil man möchte ja auch als Eltern dann, wenn man sieht, dass das Kind da eine Störung hat, gegebenenfalls auch schon durch die Vererbung der Eltern, da gibt es ja, glaube ich, auch Zusammenhänge. Ja, im Prinzip, je älter das Kind ist, desto unproblematischer ist es. Nicht? Es ist natürlich... Es ist immer so eine Sache, wie Kinder in einer Wachstumsphase zum Beispiel, wie man die mit einer so unterkalorischen Diät behandeln kann. Aber nachdem es immer mehr fettleibige Kinder gibt auf der Welt, werden auch die Empfehlungen auch immer mutiger und immer radikaler, hier rechtzeitig einzugreifen. Denn wenn sich mal diese Fettleibigkeit etabliert hat, dann ist es enorm schwer, das wieder wegzubekommen. Jetzt hat man dann als Erwachsener deine 2-wöchige Formula-Kost oder Shake genutzt und du hast aber dafür nochmal extra eine Ernährungsform entwickelt, wo du sagst, okay, das macht auch Sinn, die beizubehalten. Ich habe ja eine Ernährungspyramide dazu kreiert, zusammen mit 2 Kolleginnen aus Hamburg. Wir fangen an mit 3 Shakes am Tag, 3 speziellen Leber-Formula-Produkten, HepaFast. Und die Patienten kommen in eine Ernährungsberatung parallel. Die sollen also lernen, wie werde ich auf Dauer denn sinnvoll weiter essen. So dass wir also nach der ersten strengen Phase ein Shake weglassen und dafür eine normale Mahlzeit wieder einführen. Mhm. Und nun muss man sagen, Menschen mit einer Fettleber sind insulinresistent. Okay? Und insulinresistent heißt, dass immer die Insulinspiegel im Blut viel zu hoch sind. Mhm. Und wenn man so hohe Insulinkonzentrationen im Blut hat, dann sind Kohlenhydrate besonders problematisch, weil aus Kohlenhydraten plus hohem Insulin macht der Körper Fett in der Leber. So, das heißt, diese Menschen müssen jetzt lernen, wie sie in Folge Kohlenhydrat reduziert essen sollen. Und dazu verwendet man natürlich, oder ich sage natürlich, das ist die beste Datenlage aus der Wissenschaft, eine mediterran ausgerichtete, kohlenhydratreduzierte Ernährung. Auf Neudeutsch, mediterranes Low Carb. Mhm. Okay, und dazu haben wir diese Pyramide kreiert. Und das sollen die Leute jetzt lernen. Also ein Shake wird weggelassen und eine mediterrane Low-Carb-Mahlzeit wird eingeführt.
Damit machen die Leute weiter die nächsten Wochen. Dann wird der nächste Shake weggelassen und sie haben zwei normale Mahlzeiten, mediterranes Low Carb. Mhm. So ist das Konzept. Und die Idee ist, wenn die Leber wieder voll funktioniert und die Bauchspeicheldrüse voll funktioniert, dann kann man das etwas liberaler gestalten. Mhm. Und dazu habe ich eine zweite Pyramide. Die nenne ich Flexicarb, also flexible Kohlenhydratzufuhr. Und da gibt es noch so eine Zusatzpyramide auf den Kopf gestellt. Und da sieht man Kohlenhydrateinheiten und Sporteinheiten. Und die Botschaft ist, wenn du dann also wieder gesund geworden bist und eine gesunde Dauerernährung suchst, dann heißt die Botschaft, du darfst schon Brot und Kartoffeln und Reis und Nudeln, du musst sie aber vorher verdienen, durch Muskelaktivität, durch Sport, Kraftsport, Ausdauersport. Und dann kannst du sozusagen auch zwei oder drei Kohlenhydratmahlzeiten am Tag dir leisten, wenn du entsprechend viel körperliche Aktivität hast. Deswegen Flexicarb, flexibel Kohlenhydratzufuhr. Mhm. Und der Rest der Ernährung mediterran ausgerichtet. Gibt es in Bezug auf Diabetiker Ausdauer, Krafttraining, irgendwelche neuen Studien, Erkenntnisse, was da gut wirkt oder weniger effizient? Ideal wäre es, wenn man beides macht. Mhm. Eben zwei, dreimal in der Woche Krafttraining, Widerstandstraining und zweimal in der Woche Ausdauertraining. Wenn aber nur eine Art der Belastung gewählt wird, dann würde ich heutzutage immer Krafttraining vorziehen, um die Muskeln wieder insulinsensitiv zu machen. Mhm. Denn Ausdauertraining ist super für Herz und Kreislauf und Durchblutung der Beinmuskulatur, aber um möglichst alle Muskeln im Körper wieder insulinsensitiv zu machen, kann ich natürlich mit entsprechenden Kraftübungen alle Muskeln gezielt ansteuern. Und das kann man im Ausdauertraining so nicht machen. Hm. Ja, also für die Menschen, die jetzt diese Diagnose bekommen, Fettleber und Diabetes und Insulinresistenz, da hängt ja auch der Langzeitblutzuckerspiegel, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt, den HbA1c. Ja. Den kriegen wir ja auch damit, glaube ich. Was gibt es da so für Richtwerte? Je normaler die Kohlenhydratstoffwechsellage wird, desto weiter geht der HbA1c natürlich runter. Und auch da gibt es ja inzwischen hervorragende wissenschaftliche Arbeiten dazu. Und in den Leitlinien der amerikanischen Diabetologen und auch in den europäischen Leitlinien für Diabetologie sind ja inzwischen kohlenhydratreduzierte Diäten Low Carb anerkannt als Diätoption und mediterrane Ernährung auch. Und statt entweder oder verbinde ich beides. Ich mache ein mediterranes Low Carb. Also ich verbinde sozusagen von allem Guten hier die Ideallösung. Ja, super. Also gibt's Hoffnung für unsere Menschen da draußen. Ja, absolut. Für die Menschenstopfleber, wie du so schön sagst. Ja, das war mein erstes Buch, die Menschenstopfleber. Es ist ja der gleiche Zusammenhang wie bei Enten und bei Gänsen. Die werden auch nicht mit Speck gestopft, sondern die werden mit Kohlenhydraten gestopft und an der Bewegung gehindert. Und so kriegt man also sehr effektiv eine Fettleber zustande. Übrigens, eins noch ganz wichtig, Fruchtzucker. Also Obst ist okay, wenn man ein oder zwei moderate Portionen am Tag zu sich nimmt. Aber Obstsäfte und Smoothies, damit kommt man auf Fruchtzuckerkonzentrationen, die sehr viel höher sind. Und das macht die Leber absolut fett. Das ist der größte einzelne Risikofaktor für Fettleber, Fruchtzucker. Keine Angst vor einem Apfel oder vor einer Birne, aber ein Apfelsaft hat eben nicht einen Apfel, sondern viele Äpfel in sich und damit erreichen wir diese problematischen Werte. Ja, das haben wir auch in den Softgetränken, diesen High-Fructose-Sirup, der dann wirklich auch bei den, konnte ich damals sehen, Mitarbeitern wirkliche nicht-alkoholische Fettleber entstehen lassen hat, die aber wiederum von Werksärzten als Alkoholiker bezeichnet worden sind. Dieser Fructose-Sirup ist natürlich besonders problematisch, aber selbst unser normaler brauner oder weißer Zucker ist ja zur Hälfte Fruchtzucker, 50%. Und das geht mit in die Fruchtzuckerbilanz ein und damit macht man sich die Leber fett. Und ich habe viele Rückmeldungen selbst von Ärzten, von schlanken Ärzten bekommen. Vielen Dank, Herr Worm. Ich dachte, das kann doch nicht sein, aber ich habe eine Fettleber und ich habe halt gedacht, ich lebe besonders gesund, indem ich dreimal am Tag einen Smoothie getrunken habe. Ja. Nein,
Obst soll man essen und nicht trinken. Super. Ja, lieber Nikolai, vielen Dank, dass du heute da warst. Für die Zuschauer, die sich jetzt mit dem Thema Fettleber noch mal intensiver befassen wollen, wo dürfen die sich denn melden oder Infos? Also, soll ich in die Kamera sprechen? Ja, in die Kamera? Gut. Also, es gibt von mir natürlich Bücher zum Thema 4 inzwischen. Auf meiner Website findet man eine Beschreibung und Link. Meine Internetseite heißt www.nikolai-worm.de oder wir haben eine Leberfastenseite, ganz einfach www.leberfasten.com. Dort findet man noch viel mehr Informationen. Vielen Dank, Corinne. Danke, dass du da warst. Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten was für sich rausnehmen, gerade bei dem Thema Fettleber haben wir ja gehört, die kommt schleichend und heimlich und wir haben überhaupt gar keinen richtigen Einfluss darauf, beziehungsweise schon einen Einfluss, aber wir sehen den oft gar nicht. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen an Informationen und bis bald. Tschüss!